eben auch für die gesellschaftliche, für die soziale Balance zu sorgen, glaube ich, dass wir nicht die Gefahr haben, dass es zum Beispiel für Grundgesetzänderungen, die Demokratie aushebeln, eine Zweidrittelmehrheit gibt. In dieser Situation der Unsicherheit, der Nervosität, der Verwundung, der Erschöpfung, das, was wir jetzt im Grunde ja alle spüren, dass die Geduld zu Ende geht, da sind die Nerven angespannt. Trotzdem sehe ich in der Rückschau eigentlich mit Tippschritten jedenfalls durchaus ein Vorwärtskommen. Das ist eben genau auch der Preis der Demokratie und man kann es in Europa ganz besonders gut beobachten, dass es, wenn Zweifelsfrei halt langsam vorwärts geht. Und da ist es jetzt sehr wichtig, dass wir in dieser Phase wirklich zusammenhalten. Dieses Wechselspiel zwischen Politik, Journalismus und am Ende dann auch hin zur Bevölkerung kann im Moment wegen der Corona-Pandemie nicht so stattfinden. Und das ist etwas, was ich momentan als Journalist schon problematisch empfinde.